ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. So, ich habe mal beschlossen, ich zeige euch heute nochmal, wie man so ein kleines Fotoalbum macht. Und zwar mit diesen quadratischen Umschlägen. Die haben 17x17 cm. Da hatte ich euch ja letztens das Kleine gezeigt, was ich mit dem Lablanche-Papier gemacht habe. Und da war doch die Frage, ob ich nicht da auch mal ein Tutorial zu machen kann. Fange ich jetzt einfach mal an. Wie man sieht hier, ne, hat die 17 cm. So, damit fange ich mal an. Wir brauchen insgesamt 10 von diesen Umschlägen für diese Art. Und einmal dieses Kraftpapier, das ist 160er. Also nicht Kraftpapier, aber dickeres Papier. Das ist 160 Gramm Papier, das brauchen wir für die Bindung. Und dann jede Menge Papier für die ersten Hintergründe und später noch Motivpapier. Das habe ich jetzt nicht, weil in diesem Falle zeige ich euch einfach mal, wie man den Rohling gestaltet. Also ich mache da jetzt kein Motivpapier draus, sondern einfach nur, ne, die Grundgestaltung. Und wir fangen an mit der Bindung dafür. Die ist eigentlich so wie die anderen Bindungen auch, die ich euch gezeigt habe. Aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Dazu brauchen wir einmal dieses Papier. Und dann brauchen wir einmal in der Breite 17,5. Ich persönlich habe die Maße mittlerweile im Kopf. Immer 17,5. Und dann eine Länge etwas kürzer als diese Umschläge, damit das gut reinpasst. Ich mache das Ganze mal so auf, ja, 16,7. Dann haben wir oben und unten ein bisschen Luft. Ja, ich. Dann lässt sich das besser in die Briefumschläge reinschieben, weil wir jetzt zum Schluss das da reinschieben. Deswegen ist es besser, wenn man 2-3 mm Luft hat. Ich arbeite wieder mit dem guten Storeboard hier. Da komme ich sehr gut zurecht. Und Crafters. Und dann fangen wir an, die für die Bindungen zu machen. Und wir brauchen einmal 1,5 cm für, also einmal nach 1,5 cm, einmal eine Falzlinie. Dann nach 0,5. Und ich mache das jetzt hier mal anders. Dann nach 3 cm. Dann nach 0,5. Wieder, dann wieder 3 cm, 5,5 und 3 sind 8,5. Dann wieder nach einem halben Zentimeter. Dann wieder nach 3. Dann wieder nach einem halben Zentimeter. Dann wieder nach 3 und ich sehe gerade, ich habe das hier nicht zu kurz geschnitten, sondern ich habe die falsche Seite genommen. Da muss man natürlich aufpassen, wie ihr seht, Fehler passieren. Das kann ich jetzt so nicht verwenden, da brauche ich nochmal Neues. Zum Glück habe ich da noch ein paar von. Das ist natürlich, wenn man da die zu kurze Seite nimmt und da anfängt, dann funktioniert das natürlich nicht. Wie ihr seht, mir passieren auch immer wieder Fehler. Das ist normal. So. 17,5. Und was hatte ich dann? 16,7. So. Sollte auch erstmal einmal gucken. So, und jetzt, wie man sieht, haben wir jetzt hier die 17,5. Hier oben habe ich ja die Angaben. So, also nochmal das Ganze. Also einmal nach 1,5, dann nach 0,5, dann nach 3 cm, nach einem halben Zentimeter, dann wieder nach 3
Und wieder nach einem halben. Und wieder nach 3 cm. Und dann nochmal wieder der halbe Zentimeter. Dann nochmal nach 3. Und nochmal nach einem halben Zentimeter. So, das ist hier die Bindung in die Einrichtung. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. Also ich mache das immer so. Und jetzt machen wir hier bei diesen Linien, wo die 3 cm Abstand ist, immer einmal in der Mitte, also jeweils noch 1,5 cm, nochmal eine Falzlinie. Da wir das nämlich, also diese Falzlinie haben wir jetzt gemacht, weil wir das nämlich an dieser Seite in die andere Richtung biegen müssen, als auf der Vorderseite. Und so haben wir das gleich, dass das sich besser in die jeweilige Richtung biegen lässt. Also habe ich für mich so rausgefunden, deswegen mache ich das immer so. Also diese Linien hier, die ich jetzt quasi auf der Rückseite gemacht habe, die werden einmal nach unten gebogen. Man kann nämlich dann das Ganze besser in die entsprechende Richtung machen. Das biegt sich dann nämlich hier und da schon fast von allein in die richtige Richtung. Dann sind also Falzlinien entsprechend, also die, wo die 3 cm sind, muss man immer einmal nach hinten zusammenfalten. Ja. Und die, wo die halben sind, halt immer in die andere Richtung. Also wie gesagt, immer so in Prägerichtung quasi falten. Wie ihr seht, entsteht dann halt so ein herrliches Ziehharmonika. So machen wir das Ganze einmal weiter bis zum Ende. Wie ihr seht, ist das hier, dass sich diese Mitteldinger dann schon fast, also quasi schon von alleine mit falten teilweise, wo man das dann hinstellt. Also wenn man sie hat, ist natürlich die Bindung von, also die Schablone zu binden, für den Crafter ist auch einfach super. Die hat halt nur eine Länge von circa von 20 cm und ist deswegen hierfür zu lang. Theoretisch könnte man sie natürlich nachher einkürzen. Würde natürlich auch gehen, aber ich mache die dann immer schnell von Hand, weil ich dann von vornherein genau das Maß habe, was ich brauche. Und wie ihr seht, haben wir dann jetzt einmal hier die Grundbindung. Die kann man jetzt hier zusammen machen. Die Klee wird jetzt einmal zusammengeklebt. Ja, das ist nicht richtig gefaltet. Mal kurz was gucken. Ja, ein bisschen nach kontrollieren. So, dann muss man nachher gucken, dass hier die Enden schön gleichmäßig ungefähr sind. Aber jetzt sieht man das hier ganz gut. Ja. Jetzt werden die hier in diesen Schüsselräumen von den Faltenhaltern einmal zusammengeklebt. Und ich nehme da immer einfach Klebeband, doppelseitiges. Das da einmal rein. Das Gestell, das geht eigentlich ganz gut. Und dann kann man halt zusätzlich noch mit Kleber arbeiten, um das Ganze noch ein bisschen stabiler zu machen. Bisschen weiter mit raus. Ein bisschen mehr von meinem Schreibtisch. Ich glaube, meine Kamera hängt ein bisschen schräg. Was habe ich jetzt gedrückt? Nimmt er noch auf? Ja, nimmt noch auf. Gut. Außer den Knopf gedrückt. Aber wie es aussieht, nimmt er noch auf.
Das ist aber sehr, ich muss ja mal kurz ein bisschen investieren. Ah, ich glaube, so ist besser. Das war, sah doch ein bisschen schief aus im Fall. Das würde dir ein bisschen fallen. Das muss ja nicht sein. Überall immer Klebeband drin. Dann brauche ich mal wieder was zum Entfernen. Mein gutes Werkzeug von Tim Holz. Also die habe ich auch echt schon, beziehungsweise Tonic Studios, die habe ich auch schon echt richtig lange. Schon ordentlich viel mitgearbeitet und sie funktioniert immer noch. Ja, im Endeffekt ist das ja so eine ganz einfache kleine Nadel. Ein Stecher, den man so rausschieben kann. Aber der ist halt auch herrlich geeignet, um hier die Reste zu entfernen, also das Geschicht von dem doppelseitigen Klebeband zu entfernen. So, und dann mache ich hier einmal direkt oben in die Knickkante einmal noch ein bisschen Flüssigkleber rein, weil das dadurch einfach dann an der Kante noch ein bisschen besser hält. Gestellt. Und jetzt das Ganze ein bisschen auf den Tisch stellen, schön zusammendrücken. Das Ganze machen wir jetzt einmal durch. Wenn es gleich piept, nicht wundern, dann ist das der Akku, der meint, der ist alle. Nach, sagt er, 2 Minuten. Das ist auch schon sportlich. Ich muss den gleich mal wechseln. Das kriegen wir jetzt hier noch kurz zu Ende geklebt. Diese Angewohnheit mit dem Wir, ne? Na gut, ich zeige euch das ja. Insofern machen wir es ja mehr oder minder zusammen. Dann stimmt es ja in diesem Falle, dass wir das machen. So. Dann auch da einmal abziehen. Jetzt habe ich da vorher Flüssigkleber reingemacht. Egal. So. Auch das einmal ordentlich zusammendrücken. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier diese Bindung. Und damit die gleich stabil ist, weil so biegt die sich ja noch so in alle Richtungen, wird da gleich noch ein Rücken reingemacht. Also schneidet man gleich noch ein Stück zurecht. So ein U, was man da hinten dran klebt. Und das zeige ich euch dann gleich, wie das geht. Ich werde jetzt nur in der Zwischenzeit mal eben kurz den Akku wechseln. Bis gleich. So, ich hole euch kurz mal ein bisschen weiter raus, damit ihr auch was seht. So, frischer Akku. Und das hatte ich ja zusammengeklebt. Und dafür machen wir jetzt einmal nochmal die Stabilisierung. Das Geräusch im Hintergrund ist der Drucker. Andrea druckt gerade fleißig Papiere aus, die wir bei Etsy gekauft haben. Und deswegen lasst euch von dem Geräusch nicht stören. Die ist im Hintergrund auch schon wieder am Vorbereiten für ihre nächsten Objekte. Für das nächste Journal Kit. Genau, habt ihr gehört? Für das nächste Kit. Ich muss hier kurz kommen. Nur kurz was hinlegen, damit euch das Licht nicht so blendet. So, genau, jetzt machen wir weiter. Gerade ein bisschen tüdelig. Wir machen jetzt die Stabilisierung dafür. Da brauchen wir einmal die Höhe. Hatte ich da 16, ich mache es nochmal nach, weil irgendwie 16,7 hatte ich ja gemacht. Ne? 16,6, damit das die richtige Größe hat. Mal kurz gucken. Achso, ja, nee, ist richtig. Ich bin ein bisschen wuschig im Kopf. Meine Nebenhöhlen schlagen gerade mal wieder zu. Dadurch bin ich teilweise etwas neben der Spur. Also nicht wundern, wenn ich verpeilter bin als sonst. So, jetzt haben wir einmal die Höhe. Jetzt gucken wir nochmal. Ich nehme mal immer die Dicke ungefähr. Also es ist immer nachher ein bisschen breiter als man es anfangs dachte.
Damit das gut passt, 2,7. Also 2,7 ist breit plus 1,5 cm pro Seite, 5,7. So, also ich brauche 1,5 jeweils in der Höhe und die Breite ist 2,7. Ja, 5,7. Damit das nachher gut passt. Die beiden Hundis haben auch schon wieder irgendwas gehört. So. Hier nehme ich jetzt zur Einfachheit aber einfach kurz das Board hier zum Prägen. Ist ja der Präger mit drin. Dann auf jeder Seite nach 1,5 cm einmal prägen. Aber nur mal kurz, man sieht das ganz gut, wenn man das mit diesem Träger macht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Irgendwie scheint ein bisschen mehr Druck zu haben, ein bisschen schärfer zu sein. Da reißt das Papier gerne mal. Ne? Man sieht hier schon so eine kleine Ausbeulung. Ich hoffe, ihr könnt, ja, so müsstet ihr das sehen können. Also das neigt dann eher dazu zu brechen, das Papier, wenn man das mit diesem Präger macht. Scheint ein bisschen sehr Druck zu haben. Und auch hier diese Kante hier, weil es ja eigentlich Schneidekante ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schärfer von den Rändern her. Daher muss man da ein bisschen aufpassen. Deswegen mache ich da die ganzen Bindungen ungern mit, weil das dann gerne reißt. So, aber der kann jetzt auch mal kurz heute nochmal wieder beiseite. So, dann haben wir jetzt hier dieses U. Wo dann jetzt unsere Bindung reinkommt. Mache ich dann, dass ich hier unten schon mal einmal wie immer mit doppelter den Klebeband arbeite. Schön an die Kante ran. Auch gleich noch einen Streifen, damit das da schön aufklebt. So. Ja, bei uns ist heute ordentlich diesig, neblig. Letzten Tage war es ja wirklich schön, aber heute ist ordentlich. Noch ordentlich Nebel. Mal gucken, ob das noch aufklärt heute. Ja, aber so ist das halt, wenn man alle sie wohnt, ne? Kennt man das ja. Das Ganze einmal nehmen, schon mal an der Kante ankleben. Gucken, dass man das nach Möglichkeit möglichst in den Knickkanten gerade rüber kriegt. Also meistens kann man das mal einmal so ein bisschen wieder lösen hier. Wenn man schief geworden ist, dass hier die Kanten nach Möglichkeit ein bisschen übereinander liegen, die Knickkanten. Dann haben wir schon mal die Rückseite und wie ihr seht, schon, dass sich das jetzt deutlich nicht mehr so rund biegt. Und jetzt kann man hier immer die Außenkante ankleben hier. Also die Seite hier. Lotte, oh, sie ist gut. Ist gar kein
Ne, da habe ich jetzt unten an die Kante auch noch ein bisschen Flüssigkleber reingemacht, damit das stabil ist. Und dann kleben wir es hier einmal ordentlich zusammen. Nehmen das wieder um. Da kann man auch schön nachher noch mit der Falzkante, ne, wenn die Falz ordentlich ausarbeitet, gehe ich unten in den Kanten dann immer noch mal einmal. Also ich gehe unten direkt in den Knickkanten immer einmal noch mal lang, dass das so schön überall einmal unten an der Halterung anklebt. Umso stabiler ist das Ganze nachher. So, dann kleben wir auch nochmal die andere Seite an hier. Wenn euch das hier gerade zu lange dauert mit dem Wühlen, ihr könnt ja vorspulen. Das ist ja der Vorteil bei euch. Wenn ich jetzt so viel rübergeklebt habe, schneide ich einmal. Ich bin jetzt hier ein bisschen sehr weit rüber gekommen. Schneide ich einmal das, was zu doll übersteht, ab. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz auf der Höhe heute, deswegen wundert euch nicht, wenn es ein bisschen tüdeliger ist als sonst. So, dann einmal auch da abziehen. Das ist so machen, dass man die Seite einmal einfach drauflegt, knickt und dann da, wo die Falzkante ist. Einmal schön hochbiegen. Und einmal schön bringen. Ein bisschen nachhalten nochmal. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier einmal die Bindung. Ne? Die Außenseiten gehen ein bisschen nach außen, aber das macht überhaupt nichts. Es knickt sich ja auch nachher noch ein bisschen zurecht. Also so haben wir die Grundbindung fertig. Und die Bindung, nicht die Grundbindung, jetzt haben wir die Bindung fertig. Jetzt macht es immer noch Sinn, die große, damit man die Briefumschläge richtig gut rauskriegt, hier am Ende einmal so ein bisschen schräg abzuschneiden, nicht zu viel, aber schon ein bisschen. Großmütig, ne Schatz, was möchtest du? Ich suche das Messer zum Entkernen, ist wahrscheinlich bei dir hier, ne? Ja. Ich hab's. Gut. Ja, wie gesagt, einmal hier Kanten einmal ein bisschen abschrägen und so besser kriegt man die Briefumschläge nachher rüber. Ja. Das macht das Ganze einfach leichter. Und man hat hier in der Mitte ja mal dicker genug Steg, um die Stabilität zu haben. Ja, ich muss sagen, das ist hier auch eine Tim Holtz Schere von Tonix. Da habe ich hier diese rote. Die habe ich, wie gesagt, die habe ich seit, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren benutze ich die, wenn nicht länger. Und die funktioniert immer noch gut. Ab und zu mal die Schneidekanten sauber machen. Also die sind wirklich klasse. Und wir haben uns jetzt hier nochmal eine große geholt. Die ist auch super, schneidet auch super. Also die kann man echt empfehlen. Das sind die Kanten sind versiegelt quasi, also das glaube ich Keramik oder so, ist also eine Beschichtung drauf auf den Schneideflächen. Dadurch kann man damit auch gut Kleber mitschneiden und so und kriegt das nachher gut wieder ab, ohne dass das da so drauf klebt, das Klebeband. Na, und einem das völlig versaut. Das aber nur am Rande. So, wie gesagt, so, die haben wir jetzt fertig, die Bindung. Die kann jetzt mal kurz beiseite. Und dann habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Wie gesagt, wir brauchen ja insgesamt 10 von den Umschlägen. Kurz gucken, das sind meine Deckel. Genau.
Also für die beiden Deckel quasi, also Vorder- und Rückseite des Ganzen, braucht man jeweils einen. Und die Lasche, also diese Lasche hier, einmal zukleben. Ne? Die ist schon festgeklebt, das habe ich schon gemacht. Und an der einen Seite habe ich das einmal schon mal ein bisschen aufgeschnitten. Also ich schneide hier immer so circa 2 mm ab. Das geht ja nur darum, dass diese Kante hier einmal ganz offen ist, ja, bis hinten durch, damit man das schön auf die Bindung rausschieben kann. Das machen wir einmal, es ist einmal für einen für oben und einen für unten. Und für die Mittelseiten, also für die Seiten an sich, da ist ja immer der Aufklappeffekt, da habe ich schon mal was vorbereitet. Da braucht man natürlich jeweils zwei. Und die man einmal zusammenklebt. Das zeige ich euch gleich, wie ich das mache. So, also sieht das aus. Und dann habe ich einmal hier noch zwei Umschläge. Bei dem einen habe ich auch die Lasche schon wieder zugeklebt. Das hatte ich einfach alles schon mal vorbereitet. Mache ich in der Regel so, weil es dann nachher schneller geht. Und da klebe ich jetzt die Gegenseite einfach ran. Einmal schön Kleber drauf, dass das nachher auch gut hält. Also da arbeite ich immer, also ich persönlich immer mit diesem Flüssigkleber, weil das wirklich richtig gut hält. Ja, der gute All-Prepare von Action, mit dem arbeite ich ja immer. Den finde ich bis jetzt am besten, weil der auch wirklich Stabilität hat. So, dann hier einmal in der Kante durchgucken, dass das schön gerade ist. Und dann mache ich das immer, dass ich das schon mal einmal überklappe. Weil dann kann man hier nur gucken, dass man die Kanten ein bisschen übereinander gelegt kriegt. Und dann einmal schön andrücken. Also was ich schon festgestellt habe, also je nachdem, woher man diese Umstiege nimmt, sind die nicht immer so, diese Knickkanten nicht so ganz hundertprozentig gerade und so. Also das ist passiert schnell mal, dass es nachher nicht so ganz hundertprozentig ist. Aber da ist dieses mit nochmal rüberlegen und dann gucken und dann die Kanten angleichen ganz gut, wenn man es rübergelegt hat, weil der Vorteil dieses Flüssigkleber ist ja mal der, dass man den noch eine Zeit lang so ein bisschen verschieben kann und das nochmal wieder öffnen kann, ohne dass das komplett reißt mit... Wenn man Klebeband nimmt, ist es natürlich, wenn das einmal klebt und man das wieder abzieht, dann zieht man das halt mit an. Deswegen arbeite ich da unter anderem auch gerne mit Flüssigkleber. Genau, so, das haben wir. Und jetzt müssen wir hier ja einmal die Seiten auch öffnen, ne? Damit ich das rüberkriege über die Bindung. Schreibt mir bitte mal, ob euch das stört, wenn ich sage, wir. Ich weiß immer nicht, stört euch das nicht. Ich neige da immer wieder zu, das zu sagen. Schreibt mir das bitte einfach mal in den Kommentaren. So, die habe ich ja auch schon geöffnet. Ja, die habe ich ja, wie gesagt, auch schon geöffnet. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich das mache. Und zwar ist das ja immer so, das wird ja nachher so rum aufgeklappt. Das heißt, diese Seite, der geschlossene Briefumschlag, man kennt das ja ganz gut hier, dass der sehr offene quasi ist, mache ich das einmal, dass ich aufschneide und da nehme ich in der Regel so, ja, wie gesagt, so 2 mm, dass die Kante gerade so offen ist. Und auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, wo ja nach einer Einschub reinkommt, das soll ja auch auf, da mache ich so 3 mm, also das mache ich etwas größer. Hast du Teppichklebeband da, Schatz? Das große? Jo. Ja, kleinen Moment. Okay. Mache ich ein bisschen mehr, dass hier einmal so eine etwas längere Kante ist, damit sich, wenn das nachher drin ist und man das zuschlägt, das nicht hinten so doll an die Bindung schlägt und sich das Ganze so ein bisschen aufwölbt. Das ist einfach nochmal so ein kleiner Trick. Ja. Somit haben wir die Seiten fertig. Die anderen Sachen habe ich schon vorbereitet. Ich muss nur kurz meinem Schatz das Klebeband geben. Kleinen Moment. Seite, oder? Sorry, danke. Ja. So, der kann erstmal wieder kurz weg, der Schneider. So, und jetzt haben wir hier einmal, genau, wie gesagt, die anderen, die habe ich hier schon vorbereitet. Da sieht man das nochmal mit dem, ne?
hier, dass das einmal da dieser Abstand einmal ist, damit das hält. Wie gesagt, davon haben wir jetzt insgesamt 4 Stück. Das kleine Piep im Hintergrund, nicht wundern, das ist unsere kleine Ilonka, die hat wohl gerade, weil das ja noch nicht ganz so lange her ist, dass sie läufig war, gerade so eine kleine hormonelle Umstellung und ist deswegen etwas quietschig. Wir waren gestern mit ihr beim Arzt, da ist alles in Ordnung, das ist einfach so ein bisschen hormonell bedingt. Deswegen ist sie so ein bisschen sehr anhänglich im Moment. Und so ein bisschen, deswegen quiekt sie so ein bisschen im Hintergrund, also nicht wundern. Aber es ist alles in Ordnung mit ihr. So, dann haben wir das jetzt alles fertig. Und jetzt kommt das Ganze auf die Bindung drauf. Dazu nehmen wir jetzt einmal, wie gesagt, die Bindung in die Hand. Dann einmal doppelseitiges Klebeband nehme ich immer. Und bei der Bindung reicht das in der Regel auch aus. Dann mache ich das immer, dass ich einmal schön hinten an die Kante ranmache. Ich glaube, ich habe jetzt gerade das von Teddy, das Klebeband ist ein bisschen schmaler. Also gut, dafür ist das von Action gut, weil das etwas breiter ist. Damit kriegt man hinten den Streifen für die Bindung etwas mehr abgeklebt. Aber ich arbeite sonst gleich auch nochmal mit. Bisschen so mit Flüssigkleber nach. Wie das. So, hier auf der Innenseite einmal gucken, dass man natürlich die Knickkante natürlich nach Möglichkeit erwischt, aber nicht drüber klebt. Das doppelseitige Klebeband. Können wir nochmal kontrollieren, das sieht gut aus. So, jetzt wie gehabt einmal abziehen. Also ich mache das immer, dass ich schon auf beiden Seiten das abziehe. Kleber, da wo kein Klebeband ist, dann über das Klebeband sonst auch ein bisschen drüber. Dann gleitet das gleich schön. So. Dann gucken, dass ich auch wirklich den Umschlag, den offenen Umschlag erwische. Jo. Ja, dann kann man den einmal schön ein bisschen öffnen. Dann fange ich immer an einer Seite an. Hier vorsichtig rein. Ja, und dann kann man das kann man auch immer noch wieder ein bisschen öffnen in der Regel. Ein bisschen nachschieben, ja, sodass man hier schön gerade einmal reinkommt. Ja, einmal innen, einmal außen gucken. Und so haben wir schon mal den Deckel dran. Und so macht man das weiter. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die andere Seite noch mal. Also für die Innenseiten, das fällt mir gerade noch was ein, was oft besser ist. Das mache ich gleich noch mal. Jetzt die Innenseite hier nehme ich euch jetzt noch mal kurz mit. Wie gesagt, ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt jederzeit vorspulen, anhalten. Macht euch dann zwischendurch nochmal ein Getränk. Das Video wird ja auch noch wieder ein bisschen länger. Nicht ganz so lang wie mein Journal für das große Album, was ja über 2 Stunden war. So lange wird es hier nicht. Aber diesem Klebeband ist irgendwie die Schutzfläche oben. Die reißt man gerne mal ein, habe ich festgestellt. Das
Jetzt weiß ich, ob das mein Fehler ist oder ob das an dem Klebeband liegt. So. Und dann ein bisschen Flüssigkleber drauf. Umso besser lässt sich das Ganze arbeiten. Wenn ihr mich nicht mehr seht, weil ich zu weit aus der Kamera rausgehe, ruft, ne? Immer schön Bescheid sagen. Schatz, ich kann dich nicht mehr sehen. Ja, gehört. Gut. Ist ja schön, dass unsere Abonnenten alle Spaß haben. Genau, ihr wisst ja alle, wie ich das meine. Wahrscheinlich ruft sie dann auch immer, oh, sie sehen dich nicht mehr. Ich merke auch immer dazu, wenn ich Videos von anderen gucke, ich möchte auch immer dir mal kurz Bescheid geben. Oh, ich kann dich nicht mehr richtig sehen. Mal. Ich glaube, das ist normal. So, jetzt haben wir die Außenkanten einmal fertig. Ne? Sieht der Abschluss gut aus. Das ist fertig. Das Ganze kriegt nachher noch mehr Stabilität. Dann kriegt man es aber noch ein bisschen besser gefaltet. Aber wie man sieht, kann man das jetzt schon schön die Seiten machen. Was ich jetzt aber mache mit den Innenseiten, die klebe ich jetzt noch nicht rein, weil ich festgestellt habe, dass das besser geht, wenn man jetzt schon, ich mache ja immer einmal noch mal ein Hintergrundpapier hier drauf. In diesem Falle mache ich das weiß, weil das soll ein Babyalbum werden, wahrscheinlich. Beziehungsweise das wird ein Rohling für Andrea und die will wahrscheinlich ein Babyalbum drauf machen. Mache ich das den Hintergrund weiß, weil das dann angenehmer ist für sowas, als wenn man das schwarz nimmt, wie ich ja sonst immer gerne nehme. Und dann ist es halt gut, wenn man diese Seiten schon mal vorbereitet, bevor man sie ganz einklebt. Weil wenn man die nachher eingeklebt hat, schon in das Buch, finde ich persönlich, ist das mit dem Festkleben von den einzelnen Elementen, also von dem Hintergründen und so schwerer. Die Motive nachher, das geht, aber die ganzen Hintergründe und das und hier die Ausschneidung für die Einschiebe und so, das mache ich gerne vorher, damit das alles so passt. Und da nehme ich euch jetzt natürlich auch mit. Was man auch gut machen kann, ist, bevor man die ganz einklebt, dass man hier diese, weil ich das ja aufgeschnitten habe, sind oft hier diese Laschen so ein bisschen auf. Ne? Die Bänden biegen sich so ein bisschen hoch. Und damit man das nachher nicht so doll hat, also dass nachher da nicht so viel fummeln muss und sich das wieder löst, mache ich das nochmal gerne, dass ich die vorher schon so dann ein bisschen wieder anklebe. Weil dadurch hat man dann das nicht, dass man dann nachher noch so viel im fertigen Album noch so viel rumfummeln muss. Ich finde das halt, wie gesagt, einfach dann angenehmer, weil man dann auch weniger riskiert, zusätzlich noch Klebeflecken irgendwo zu kriegen, wenn das Album schon fertig ist. Wenn man das vorher macht, kann man die noch wegmachen oder nachher ein bisschen überdecken, weil man natürlich schon Motive drin hat. Und da dann mit dem Kleber raufkommt, das ist mir dann schon öfter passiert, das ist dann immer nicht so schön. Ja, Andrea sitzt auf dem Boden und schneidet sich was zurecht. Ich glaube, sie schneidet. Es hört sich an, als würde sie das Fake-Leder zurechtschneiden, oder Schaff? So, das habe ich jetzt gemacht und jetzt kommt einmal schon mal der. Ich bin in meinem Kopf schon wieder zu schnell. Noch nicht der Hintergrund. Ich mache erstmal, bevor ich den Hintergrund aufgebe, mache ich das ja immer, dass ich hier diese Knickkante, die hier ja ist, ja auch immer noch mal einmal ein bisschen mit Washi-Tape stabilisiere. Weil einfach das mehr Stabilität nachher fürs Knicken gibt. Und der Überspann auch etwas besser aussieht. Ich muss mir ja kurz in mein Regal greifen. Und meinen Pullover bewundern so lange. Nein, Quatsch. So, jetzt suche ich mir eine schöne Farbe. Eigentlich passt da ja irgendwie was Bläuliches oder so ganz gut, ne? Wenn das so ein Babyalbum werden soll. Was ist das? Kleine Fuchsköpfe. Was habe ich denn hier Schönes? Ja, jetzt erstmal so das Richtige finden. Nein, das ist nicht. Das ist schwarz, das auch nicht. Ich meine, das geht auch,
Ich muss noch mal kurz gucken. Ich müsste eigentlich von Teddy noch was anders farbiges haben. Kleinen Moment mal kurz. Ich mache mal kurz Pause. Ich bin gleich wieder da. So. Wir haben uns jetzt einheitlich entschieden. Ich habe auch kurz Rücksprache mit Andrea gehalten. Weil das jetzt ja auch quasi ein Gemeinschaftsprodukt ist. Wir werden jetzt dieses hier nehmen. Das habe ich jetzt, haben wir jetzt ausgewählt. Als Hintergrund. So. Dann einmal hier die Knickkante. Und ich mache das dann, dass ich einmal doppelseitiges Klebeband nehme, das fast so breit ist wie das Washi-Tape. Also das ist jetzt das von Action, das ist ja ein bisschen breiter als das von Teddy. Ja, und das geht fast bis in die Kante, das ist ganz gut dafür. Und dann meine ich jetzt mal, dass ich erstmal einen Streifen davon, wirklich gerade relativ mittig, darüber klebe. Einmal schön das Klebeband drüber und da kommt jetzt einmal das Washi-Tape drauf. So, kurz den Anfang finden. Gut, dass man das einigermaßen schön mittig rüber kriegt. Die Kanten andrücken, ja, dann hat man hier die Kante einmal. Dann mache ich das immer, dass ich gleich einmal das knicke. Hier auch noch mal gucken, dass man dann beim Umfalzen, dass einmal die Ränder gerade sind. Und so hat man hier halt deutlich mehr, nachher deutlich mehr Stabilität in der Knickkante durch das Washi-Tape. Weil das soll ja öfter mal benutzt werden und es ist natürlich wichtig, dass die Kanten stabil sind. So. Und hierfür schneiden ich jetzt den Hintergrund einmal zurecht, dann ich einmal mit. Also wir haben ja hier nicht ganz 17, 16, 8 mal 16, 8 ungefähr. Also ich mache die Papiere, die ich da drauf klebe, mache ich ungefähr einen Zentimeter kleiner als die Originalpapiere in diesem Falle. Damit das nachher schön der Rand gleichmäßig ist. Also ich brauche 16 mal 16. Und dazu nehme ich jetzt meinen guten neuen Papierschneider. Ich habe mir mal was Größeres geholt, mit dem ich ein bisschen mehr schneiden kann. Das ist von Ideen mit Herz. Den habe ich jetzt gerade mal zugelegt und der macht schon gute Arbeit. So, und das Vorteil ist, dass der halt hier diese Anschlagskante hat, die man einstellen kann. Ja, das ist gerade voll der Links drauf. So, einmal auf 16 einstellen. Schraube anziehen nicht vergessen. Und das Gute ist hierbei, dass er hier diese Kante, die das Papier hält, mit hochnimmt und automatisch mit absenkt und man die nicht die ganze Zeit festhalten muss. Finde ich sehr gut. Und man kann damit auch mal zwei, drei Papiere auf einmal schneiden, ohne dass der meckert. Da nehme ich jetzt von Weiß, das ist wieder das gute Actionpapier aus diesem Dreifachblock. Das hat ja, was hat das, 207 Gramm oder so. Das nehme ich immer, das ist, wie gesagt, ich finde es gut. Und dafür ist das genau richtig. Wie ihr seht, geht durch wie durch Butter. So, den Rest davon natürlich aufheben, die andere Seite, die kann man ja schon anders für verwenden. So, und dann ist hier auch nochmal. Gucken, dass man gerade anlegt oben. Sorry fürs Kamerawackeln. Ja, gerade stellen hier.
Gut, ich nehme das mal auf. Ich dachte gerade schon kurz, ich nehme gar nicht auf. So. Jetzt habe ich ja auch schon mal drei Dinge zurecht gemacht. 16 mal 16. Jetzt kommt es nochmal wieder weg. Die sind schön gleichmäßig geworden. Jetzt mache ich das immer für die Optik in diesem Falle. Ich runde einmal, ich habe hier so einen Eckenstanzer. Ich mache einen Eckenrund. Das Ganze macht man bei dem Tiefpapier nachher auch, dass man die Ecken abrundet. Das hat aber so einen schönen Effekt. Das sieht teilweise einfach besser aus, als wenn das so eckig ist. Also je nachdem, was für Motive man nimmt. Aber da man hier auch einen relativ großen Rand nachher hat, da das Motivpapier, was wir, also Andrea und ich benutzen in der Regel, dieses 15x15 hat, bei diesen Briefumschlägen zumindest, sieht das besser aus, wenn man abgerundete Ecken hat. So. Und die werden jetzt hier natürlich einmal so reingeklebt. Da nehme ich einfach Kleber. Wie gesagt, immer schön, geht immer schön am Rand. Nicht zu weit rüber beim Rand. Also zu weit an den Rand, sonst geht, damit man da nicht so rüber schmiert nachher mit dem Kleber. Und schön Kleber drauf. Und dann das Ganze einmal gucken, dass man das einigermaßen mittig hinkriegt. So, das sieht schon mal gut aus. Das Ganze jetzt auf der Rückseite natürlich auch nochmal. Falls ihr euch jetzt wundert, dass ich hier auf der Rückseite auf den Knickern keinen Washi-Tape mache, das hat verschiedene Gründe. Einmal würde das dann zu steif werden in der Knickung, wenn man da noch mal rüber macht. Zweitens ist das ja nachher die Außenkante von den Seiten und die sieht man ja auch nicht beim Umleitern nachher. Das sind so die Gründe, warum ich da nicht noch mal die Kante auch mit Washi-Tape mache. Ich auch wieder gucken, dass man einigermaßen gerade kommt mit den Abständen. Ja, sieht gut aus. So, das hätten wir einmal. Hier dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich mache das immer, weil die Stanzer sonst teilweise nicht schaffen. Ich räume mal kurz was. So, ich habe mir mal kurz meinen guten Stanzer geholt. Das ist noch so ein Rundstanzer. Der hat, glaube ich, was? Das ist 1,5 Zoll ungefähr. Und den nehme ich immer. Der macht ganz rund. Und das ist ganz gut. Der ist noch von Stampin' Up. So, dann mache ich das immer einmal hier an der Seite, wo nachher der Einschub reinkommt. Dass ich mir einmal, ich brauche einen Bleistift. So, das haben wir jetzt hier, das ist 16,8, 8,9, die Hälfte, dass ich mir immer im Vorfeld einmal
die Mitte markieren. Damit ich dann das Ganze nachher schön in die Mitte kriege. Und dann habe ich mir, wie man sehen kann, kann ich das mal zeigen. So sieht man das Röllchen einigermaßen. Ich habe mir hier mit Bleistift Markierungen reingemacht, damit ich immer die gleichen Abstände hinkriege. Einfach mit Bleistift einmal die Mitte ungefähr angezeichnet und halt wie weit ich reinschiebe, damit das dann gleichmäßig ist nachher. Na, dann ziehe ich hier, gucke ich, wo die Mitte ist, da habe ich mir den Strich gemacht und wie gesagt die beiden äußeren Kanten markiert und dann zack, einmal rein. Dann habe ich hier schon mal den Ausschnitt. Der reicht auch vollkommen, um nachher zu ziehen. Und jetzt kommt das da drauf. Und da mache ich das Ganze jetzt natürlich auch nochmal, dass ich das da jetzt auch ausstanze, bevor ich es draufklebe. Da sollte man halt immer gucken. Also ich mache das immer, dass ich das einzeln mache, weil ich festgestellt habe, wenn man alles klebt, so die Dicke von hier hat und dann damit durchgeht, dass das teilweise zu dick ist. Dann kommt er nicht richtig durch, dann ist die Gefahr, dass man ihn verbiegt. Und das ist natürlich ärgerlich. So, nochmal messen. Hier haben wir jetzt die 16. 16 ist die Mitte ganz klar. 8. Noch ein Strich drauf. Guter Bleistift ist eben, dass man den nachher schön wieder wegmachen kann. Hier mache ich das, dass ich das genauso groß mache. Ja. Jetzt lässt sich das Ganze nämlich schön hier so rüberkleben. Aber irgendwas haut hier nicht hin. Ich glaube, ich habe ich mich verrechnet? Ja, habe ich. Natürlich. Gut. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht, wie ihr seht. Und zwar habe ich mich in der Höhe verrechnet. Weil von 16,8 ist nicht die Hälfte 8,9, sondern 8,4. Guten Morgen. Ja, gut. Das gefällt mir so gar nicht. Das werde ich nochmal. Die Seite werde ich nochmal ganz neu machen. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal kurz, wie ich das jetzt hier aufkleben würde. Das ist ja jetzt ja, wie ich es gemeint habe. Und wie man sieht, ist jetzt hier, ne, das passt ja trotzdem, so gesehen sieht man das ja, dass das mittig passen würde. Und hier hat man jetzt auch einen kleinen Rand bei dem Kreis. Ich komme mal kurz näher ran. Ne, ist auch noch so ein bisschen Rand zu sehen ist. Ja, ich glaube, so könnt ihr das erkennen, ne, weil das die gleichen Ausmaße hat wie das Anna. Das andere, und normalerweise, wenn ich jetzt mittig gestanzt hätte, wäre das natürlich, dass das hier oben auch schön gleichmäßig ist mit dem Rand. So habe ich natürlich unten fast nichts und oben ganz viel. Wie gesagt, das gefällt mir so nicht. Das würde ich nochmal neu machen. Was, ich nehme euch da gleich nochmal mit bei der nächsten Seite. So, also ich habe jetzt nochmal neu zurecht gemacht, weil es ja vorher mit dem anderen nicht so richtig geklappt hatte. Habe hier die beiden Seiten schon mal draufgeklebt, das hatte ich euch schon gezeigt. Hier schon mal die Rundung reingemacht und diesmal habe ich sie auch in die Mitte gemacht. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich mein Lineal hingelegt habe, dann wäre ich schon einen Schritt weiter. Mein gutes Ziellineal. Normalerweise finde ich in meinem Chaos ja alles wieder. Immer so lange das. So, wir haben das andere hier. Ja. Wir haben hier die 17,8, 16,8. Und dann habe ich hier auch diesmal noch die Mitte getroffen. Das ist auch gut so. Und jetzt muss ich natürlich hier auf dem, den ich hier aufklebe, auch das einmal machen. So muss ich hier dann auch einmal die Mitte markieren. So, hier weiß ich ja, dass wir 16 cm haben.
von 16 macht sie mit der 8. Das war ich nur. Genau, Andreas im Hintergrund auch am Tüdeln. Am Randalieren hier. Ja, haben wir bei 8 cm. Mitte markieren. So. Dann brauche ich einmal wieder meinen guten Schlanzer hier. Wie gesagt, einmal hier habe ich immer markiert, bis zum Anschlag reinmachen. Also wie gesagt, dieses, wenn ihr so einen Schlanzer habt mit der Markierung, ne, kann ich euch nur empfehlen. Dadurch, dass das ein Bleistift ist, kann man sich auch wieder eine neue machen. Ich finde das äußerst praktisch, weil man gleichmäßiger arbeiten kann und nicht jedes Mal so genau gucken muss. Und jetzt, ta-da-da-da, wie ihr seht, ist das Ganze jetzt auch mittig. Der Rand oben und unten ist ungefähr gleich groß. Und hier, das passt schön mit der Rundung. Von dem her alles gut. Jetzt mache ich das aber einmal bei diesem hier, weil wir hier diesen inneren Bereich hier nicht kleben dürfen. Will ich nicht, weil dann kann man nachher ja nichts mehr reinschieben. Mache ich das jetzt, dass ich hier mit Klebeband etwas arbeite. Jetzt mache ich das einmal bei dem Papier, überlege ich mir, welche Seite ich als Rückseite nehmen will. Und mache da einmal hier in der Mitte schon mal einen Streifen, einen dünnen Streifen Klebeband hin. Eben damit das da drüber klebt. Tut mir leid, Leute, ich muss mal kurz. So, ich musste mir mal kurz die Nase putzen. Da wollte ich euch nicht bei haben. So, jetzt habe ich hier einmal den Klebestreifen drauf gemacht. Dass das da nachher schön hier auf der Kante klebt und da kein Kleber geschissen ist. Und dann mache ich das immer noch mal. Dann kann ich das dünnere von. Irgendwie bin ich hier gerade etwas unsortiert. Da. Da nehme ich hier das etwas schmalere. Gehe ich hier einmal so, dass ich oben ordentlich Abstand habe. Im Klebeband einmal auch längs. Nur gucken, dass man hier oben halt genug Abstand zum Rand hat. Hier, ne? Weil ja, dass das weiße Papier nachher nicht, also das Klebeband nicht nachher über das weiße Papier rüber geht. Mal so ein bisschen Pinarol machen. So, das Ganze jetzt auf der Unterseite auch nochmal. Dann mache ich das Ganze jetzt nämlich so, dass ich jetzt hier, was in diesem Fall mache, dass ich hier schon mal, zumindest da, wo die Mitte nachher sein wird, sehe ich ja ungefähr, schon mal ordentlich Kleber drauf haue. Dann brauche ich hier wieder mein gutes Werkzeug. Dann mache ich das immer noch, dass ich jetzt hier bei dem Papier die Kanten, wirklich nur die Kanten hier, nochmal längs gehe mit normalem Kleber. Ja, die Kanten ragen da ja rüber. Und wie gesagt, deswegen habe ich ja hier in der Mitte schon mal Kleber drauf gemacht, damit das ordentlich klebt nachher. Und dann tue ich einmal gucken, dass man hier möglichst mittig kommt. Dass die Abstände überall gut passen, aber das sieht soweit gut aus, würde ich sagen. Dann einmal schön so andrücken.
Aufkleber rüberkommt, kann man gleich mit dem Feuchttuch einmal so ein bisschen längs gehen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich bei dem Papier auch, ihr könnt natürlich auch nur mit Klebeband arbeiten. Habt ihr das natürlich nicht. Das braucht man da relativ viel. Und dieser Kleber wird halt schön fest. Ja, das ist eine schöne feste Verbindung. So, und jetzt haben wir hier nämlich eine schöne Tasche. Ja, wo man einmal nach hinten durch reingehen kann. Wie man sieht. Ja, haben wir da jetzt gut Platz nach innen rein. Für nachher den Einschub. Ja, ich messe mal gleich mal ungefähr aus, wie ich hier so kann. Also meistens kann man da nicht ganz so groß. Das muss man eventuell ein bisschen kleiner arbeiten, nachher den Einschub. Als Original. Das Stück verkleinert sich ein bisschen, da kann man so 15,5 ungefähr machen. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Einschub. So, jetzt machen wir für die Rückseite auch nochmal kurz das Weiße drauf. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil man hier generell komplett kleben kann. Aber auch hier natürlich brauchen wir einmal die Mitte. So, da haben wir die einmal. Und dann wie immer einmal gucken, wo ist sie. Mal gucken, ob es passt oder ob ich mich vermessen habe. Nein, passt. Genau. So, und da jetzt wie immer. Da können wir jetzt ja gleich mit Kleber arbeiten. Ungefähr die Mitte anpeilen. Man hat hier vorne jetzt nochmal zusätzliche Hilfe durch den Ausschnitt. Das ist ganz praktisch. Dann das Ganze natürlich schön wieder andrücken. Ich mache das im Moment immer mit der Hand, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Hervorragend geht sowas natürlich auch mit so einer Linoleumrolle, so einer Walze. Sich noch besser Druck mit ausüben. So, und so haben wir schon mal eine Seite fertig. So drin. Man kann jetzt, das mache ich jetzt einfach vorher schon mal, auch schon mal gucken mit dem Einschub, wie groß der sein darf. Das gucke ich jetzt mal. Ich mache den jetzt mal erstmal 16x16, um zu gucken, ob das reinpasst. Ich dann ein bisschen mehr Fläche habe. Und kürzen können wir ja nachher immer noch. Verlängern ist ja immer schlecht. Das ist so schön, zweimal gesägt und immer noch zu kurz. Ne? Also je öfter ich ihn benutze, diesen Schneider, muss ich nur noch kurz loswerden, desto besser finde ich ihn. Also der ist wirklich gut. Oh. Der hat Kraft. Der macht gute Arbeit bis jetzt. Also von dem her. Der von Crafters ist auch gut. Aber hier finde ich eben vor allem praktisch, dass er eben dieses Andrücken selber macht und so. Und eben hier mit dem Anschlag einfach, dass man einen einstellbaren Anschlag hat und so. Gerade wenn man, wie ich bei diesen Alben, halt viel von diesem Hintergrund braucht, in den gleichen Größen, ist das schon praktisch, wenn man damit gleich Masse machen kann. Mit dem kleinen, mit dem ich hier sonst arbeite zum Beispiel, ist ja das Problem, dass ich da immer nur ein paar machen kann. Gut, also wie ihr seht, 16 ist ein bisschen
ein bisschen zu viel, da muss noch ein bisschen was ab. Das mache ich jetzt aber kurz mit dem Schneider hier. Ich mache das Ganze jetzt mal auf 15,5. Ich mache jetzt einfach der Einfachheit halber, nehme ich jetzt diesen Schneider hier. Wenn man einen machen muss, dann geht der auch gut. Also der ist auch nach wie vor gut, aber eher für dünneres Papier auf Dauer. Und wenn man nicht so viel auf einmal braucht, wie gesagt. Wenn man viel das gleiche braucht, finde ich den großen doch besser. Und vor allem braucht man, wenn man da schön den Hebelarm, kann man schön Kraft auf ihn. Das schont die Gelenke. So, dann habe ich den mal 15,5 mal 15,5 gemacht. Wie ihr seht, das passt hervorragend rein. Kurz ein bisschen Ordnung machen. So, dann mein Eckenschanzer natürlich wieder. Auch hier mache ich das, dass ich die Ecken einmal schon mal abrunde. Für die Gleichmäßigkeit. So, der passt jetzt hervorragend rein. Da überlege ich mir nachher noch, was ich da als mache, um das rauszuziehen. Ob ich da wie immer ein Bändchen mache oder ob ich da mal mit einem Kreis ausgestanzt was mache. Das schaue ich dann nochmal. Das ist halt im Rückgrat mit Andrea. Aber jetzt zeige ich euch nochmal kurz mit dem Einkleben. Wir haben jetzt ja hier einfach noch eine Seite fertig. Ja. Wie gesagt, das Motivpapier, das kann man später draufkleben, aber wir haben den Grund fertig. Das ist ganz gut, weil es hier einfach ein bisschen stabiler ist und gerade auf diesen Seiten man nachher dann nicht den Druck ausüben muss, wenn das hier drin ist. Den Einschub, den kann ich einfach schon mal reinmachen. So, dann wie immer das, nämlich das etwas dickere von Action, das Klebeband. Das ist meine Kamera, kommen sehe ich gerade. So. Und dann gucken, wie gesagt, dass man unten möglichst an die Knickkante rankommt, aber nicht drüber geht. Und dieses Klebeband ist auch wirklich so, dass das hier schon fast komplett abschließt, die Klebekante. Das natürlich gut ist, dass man da schon ordentlich Klebefläche hat für Stabilität nachher. Und natürlich jetzt auf der anderen Seite auch. Abholen. Die andere auch. Ja doch, ich mache doch ein ganz bisschen Flüssigkleber noch mal drauf. Gut ist halt, wenn man da eine Schicht Flüssigkleber drüber macht, über das Klebeband, ist das beim Rauchschieben etwas einfacher, weil ja, das nicht sofort anhaftet. Selber wenn man den Flüssigkleber, also das doppelseitige Klebeband hat, dass das natürlich quasi sofort klebt. Und durch den Flüssigkleber kann man noch so ein bisschen, hat man so ein bisschen Gleitfähigkeit. Ein bisschen gucken, hier habe ich ein bisschen rüber in die Bindung. Aber wie gesagt, am besten immer so ein Feuchttuch parat haben. Ja, gut, dass ich noch keine obere Unterseite bestimmt habe. Ja, da muss man natürlich beim Einkleben achten, wo mache oben und unten sein soll. Also, dass man die hier nachher alle gleichmäßig einklebt, dass die alle zur gleichen Seite aufgehen. Also, man kann es natürlich auch andersrum mal machen, aber ich mache das ja immer so. Und jetzt hat man hier das schön drin, ne, diese Seite eingeklebt.
muss jetzt hier nicht noch großartig, zumindest jetzt das nicht noch alles mit Kraft und so machen, sondern nachher nur das Motivpapier drauf. Kann man hier gleich ein bisschen nacharbeiten natürlich, aber ne, jetzt hat man das schon mal drin. Und was ich immer noch mache, festgestellt habe, dass das gut ist für die Stabilisierung nachher und vor allem, dass man das Weiße hier nicht mehr sieht, ist, dass ich da auch immer noch nur eine Schicht Washi-Tape drüber mache. Also man braucht insgesamt, wenn man so Alben macht, also ich insgesamt doch relativ viel Washi-Tape. Aber das gibt es ja zum Glück auch noch bei Action und Co. relativ günstig, finde ich. Und das hat dann auch noch einen guten Effekt und vor allen Dingen stabilisiert es eben noch. Ja, da kann man natürlich noch schmaleres nehmen, wie man möchte. Das Wichtigste ist eigentlich, dass das Weiße abgedeckt ist. So, das ist das Washi-Tape, was ich die ganze Zeit nehme. Links. So, einmal und vorsichtig abgeschnitten und wie ihr seht, jetzt habe ich das hier einmal drin und man sieht die weiße Kante nicht mehr so. Bei diesem Washi-Tape ist das zwar theoretisch, wo das Siegel ein ganz bisschen durchleuchtet, aber das fällt nicht auf großartig und vor allen Dingen ist es einfach nicht so, dass man da so jetzt hier dieses Weiße, wenn man hier jetzt hätte, dieses Weiße vom Rücken so sieht. Das ist einfach ein bisschen verziert. Und so macht man das jetzt einfach weiter mit allen. Ne? Also, denn der nächste kommt dann hier drauf, wenn er fertig ist und so weiter. Und wie gesagt, man sieht halt, normalerweise hätte man hier unten so eine starke weiße Kante. Und so habe ich diese Kante hier abgedeckt. Man kann natürlich alternativ auch sagen, ich mache die Bindung aus so einem farblich passenden Papier. Ich habe das nur in der Stärke nicht. Also da habe ich nur Weißes, weil das 160 Gramm Druckerpapier ist. Und das Problem bei diesem Papier von Action ist, es ist super für Hintergründe und alles, aber für eine Bindung habe ich habe das dann mal probiert, das bricht. Also mir ist das immer gebrochen, mein Falzen, und eingerissen. Und das ist natürlich schlecht für so eine Bindung. Die soll natürlich nicht brechen. Und das hier ist, glaube ich, irgendwie von HP 160 Gramm Papier. Wie gesagt, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Deswegen mache ich das so. Ja, und wie ihr seht, so kann man das dann Stück für Stück einarbeiten. Dann hat man hier nachher die ganzen Seiten drin. Stößt hier hinten noch nicht an. Also man hat hier genug Platz mit der Innenseite, dass sie nicht anstößt. Ja, kann hier schön den Einschub reinmachen. Und so arbeite ich jetzt die anderen Seiten weiter. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich nehme ein kleines Stückchen weiter mal raus. Ich habe jetzt innen soweit fertig. Ne? Ich habe euch einmal gezeigt, wie es geht. Und nun mache ich das Hardcover drüber. Dazu brauche ich hier zweimal diese Bögen. Da wir 17x17 brauchen ungefähr, die Größe von den Briefumschlägen halt. Und ein bisschen was ab, dann braucht man zwei von den DIN A4. Weil hier haben wir ja quadratisch ca. 17x7. 17x17, so. Ja, eigentlich sind es 16, 9, 16, 8. Also es sind nicht ganz 17. Deswegen mache ich diese Papiere jetzt auf 16,8. Nehmen wir da vorne von dem Briefumschlag ganz, ganz bisschen Rand, das ist der maximale, insgesamt ein halber Millimeter oder was. Lieber ein ganz bisschen weniger, bevor das dann nachher da zu doll rüber steht. Da finde ich jetzt kurz diesen Schneider hier, weil ich hier genau die Millimeter habe. Bei dem großen Papierschneider, den ich letztens hatte,
Da habe ich keine Millimeterangabe. Da habe ich nur einen halben Zentimeter. Und das ist bei 16,8 natürlich schlecht. Theoretisch könnte ich mir den Anschlag auch mit Hilfe eines Lineals einstellen. Aber da ich da nur zwei brauche, mache ich das jetzt schnell mal hiermit. So, mittlerweile sind meine Nebenhöhlen auch wieder frei. Das heißt, ich bin jetzt mittlerweile auch wieder etwas sortierter. Das hier nicht mehr ganz so schnell Fehler. So, das Gute ist, jetzt haben wir hier gleich schon mal einen passenden Streifen für die Hinterseite. Da brauchen wir nämlich auch noch einen für. Da ist das Lineal. Einmal messen, wie breit haben wir es hier. Hier haben wir eine Dicke von 2,6. 2,6, dann schneide ich das hier einmal auf 2,6 cm. So gut passt. Gerade, ja. So, jetzt brauche ich noch mal einmal einen anderen Streifen Papier. Da nehme ich jetzt aus diesem Elfenblock, das ist jetzt normale Papierstärke. Das ist jetzt hier 80 Gramm Papier. Ja, halt in dem gleichen Ton wie das. Quasi die Knickkanten dafür. Wo hier auch einmal das 16,8 Format in der Länge. Und dann mache ich da mal so zwei Stücke. Was habe ich gemacht? Ich kann gerade überlegen. Ich mache 1 cm Streifen. 1 cm ist gut. Ich will gerade mal kurz überlegen. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Breite ich für den anderen genommen hätte. Ich glaube, ich hatte das bei 1 cm. Ich habe da nicht viel. Weil wir das brauchen. Wir basteln jetzt hier quasi nochmal wie bei einem normalen Buch. Bastel ich jetzt hier einmal nochmal so eine Knickkante dann. Dann mache ich das so, dass in der Mitte 2 mm Abstand ist. Der Falz. Das ist nicht ganz einfach. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen fummelig, das hinzulegen, dass ich die Mitte erwische bei 0,4, wenn ich die 2 cm habe. Die 2 mm ab. Ich muss das kurz anders machen. Bin gerade etwas. Mal gucken, ob ich das Papier in der richtigen Breite ist. Das ist das. Ja. Nee, ich muss die doch noch mal länger machen. Die Schalten, so wird das nicht. So. Ich mache die jetzt noch mal 2 cm. Braucht ein bisschen mehr Arbeitsfläche. Das hätte ich mir jetzt von dem anderen nicht, da habe ich mir jetzt von dem anderen, was ich gemacht hatte, nicht genau die Maße gemerkt. Den, was ich euch ja schon gezeigt hatte. Deswegen muss ich jetzt hier gerade ein bisschen rumexperimentieren. So, ich will das in der Mitte mit 2 mm stehen bleiben. Das heißt, einmal 4. Ja. Einmal 9 mm. Und nochmal 9 mm. Auf der anderen Seite. Ja, da kriege ich das dann auch schon jeweils. Und dann habe ich ja hier gesehen, ja, einmal diese Falzkanten. Quasi. Die kann ich jetzt als Anschlusskanten nehmen. Dann brauche ich das etwas dünnere Klebeband. Stelle ich jetzt hier einmal direkt schön jeweils an den Prägelkanten längs. Das
wieder schön direkt aus einer Knickkante habe. Dann machen wir jetzt hier auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Einmal hier abknibbeln. Mal gucken, dass ich es richtig erwische, weil das hier quadratisch in diesem Falle nicht ganz so. Dann jetzt natürlich auch hier gucken, dass man das schön genau an die Kante kriegt. Jetzt guckt, ich glaube, das könnt ihr so gut nicht sehen, aber das ist jetzt hier schön an der Knickkante. Also wenn ich jetzt hier einmal umfalze, ein bisschen, dann sieht man das wahrscheinlich besser, dass ich hier die erste Falzkante schön dann habe und trotzdem Abstand. Das Wichtigste ist eigentlich, dass dieser Abstand hier drin halt diese 2 mm hat. So, jetzt mache ich kurz mein Mittelstück. Dort. Ja, das ist es. Jetzt aber auch immer schön gerade an der Kante längs ankleben. So, und jetzt sieht man das. Jetzt habe ich halt hier in der Mitte diesen Abstand von 2 mm circa, den ich haben wollte. Und zwar kann ich euch, kleinen Moment, ich brauche nur kurz ein Buchcover, kann ich euch mal zeigen, warum ich das so mache. Hier habe ich eins. Kurze Funktionsstörung, mein Akku war alle. So, wenn man sich jetzt hier einmal so ein Original-Buchcover anguckt, sieht man das ja hier auch, dass hier diese Verdünnung ist. Und da ist das im Endeffekt so, dass das da auch so ein etwas schmalerer Übergang ist, wo das nicht ganz so hart ist, sondern so eingeprägt ist, damit man halt diese Biegung machen kann und der nachher diese Form hat. Und um das hinzukriegen, für das Hardcover, was ich jetzt hier mache, habe ich das halt hier mit diesem Abstand gemacht. Ja, nur, dass ihr wisst, warum überhaupt, dass ich das überhaupt so mache. So, jetzt muss ich diesen anderen Streifen dann noch mal einmal kurz zurecht machen für die Rückseite. Die andere Seite natürlich auch wieder. Und das ist schief krumm krumm geworden. Das kann ich nicht mehr gebrauchen. Also nochmal wieder 2 cm. Nee, schneiden will ich jetzt nicht, ich will nur prägen. So. Einmal. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen vorne Kram. Wie ihr seht. Also man kann diese Streifen natürlich auch einfach ein bisschen länger machen. Eigentlich nicht, die müssen nicht so kurz sein, dann kann man natürlich ein bisschen besser arbeiten. So Leute, das will ich sehr gerade zurechtfummeln. Kriege ich mir gerade nicht so hin.
So, das hier. So. Ja, hier, das habe ich hier den zweiten noch. Genau, das ist in Ordnung. Das ist auch gerade. Kommt der einmal kurz weg. Dann wieder das gleiche Prozedere. Andrea ist übrigens mit der, Andrea ist im Hintergrund auch am Arbeiten. Ja, genau. Sie macht Junk Journal weiter. Sie im Moment aber fleißig mit Junk Journal Kids bei. Und ich werde wahrscheinlich jetzt, wenn ich das hier fertig habe, auch mal kurzzeitig was anderes machen. Ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause von Eisen. Wir haben von Crafters noch so viele tolle Stanzsachen. Zentangle ja auch noch. Und dann will ich einfach mal andere Projekte machen. Und nächsten Sonntag, am 27. Genau, wenn nicht irgendwie irgendwas dazwischen kommt, sind wir ja auf dem Markt in Schwentinenthal. Die liebe Kerstin ist auch da. Und dann stehen wir da ein bisschen. Also wenn hier jemand aus der Nähe von Kiel kommt, kommt dort gerne besuchen. Da freuen wir uns. Wir hatten ja, als wir das letzte Mal auf dem Markt waren, auch, dass uns zwei von euch lieben Abonnenten besucht haben. Das war total toll. Bei dem einen war ich leider gerade zu Hause, aber trotzdem. Ist total toll, wenn man euch da mal live sieht. So, jetzt haben wir hier ein Cover. Und das Ganze kleben wir jetzt natürlich hier ein. Da können wir mit Klebeband arbeiten oder mit Kleber. Oder einfach mit beiden. Ich mache das jetzt mit beiden. Die Vorderseite. Also hier hinten an der Kante würde ich euch raten, einmal zumindest einen Streifenklebeband hinzumachen, weil den muss man ja relativ genau dann da schon mal hinkleben. Ich finde, es geht mit Klebeband dann immer besser. Beziehungsweise hat man da gleich schon direkt das an der Kante dran, ohne dass es dann so über die Kante rüberschmiert. Deswegen mache ich jetzt hier einmal die Kanten komplett einmal mit Klebeband. Dass der Kleber dann da nicht so rüberschmiert. Und dann kann man ja schön in der Mitte dann noch mit Flüssigkleber arbeiten. Und dann hat das Ganze nachher auch ordentlich Stabilität. Jetzt auf der Rückseite auch immer gleich. So, ich musste noch mal kurz die Speicherkarte wechseln. Da war jetzt gerade, hatte ich gesagt, nö, ich bin voll. Ich mag nicht mehr. Das ist irgendwie, ich hatte mal festgestellt. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch Fehlversuche geschossen sind, aber auf jeden Fall sind das jetzt doch schon mehr Videoabschnitte geworden, als ich dachte. Da meine Kamera mit 4K aufnimmt, also mit einer hohen Auflösung, ist dann auch schnell mal so eine Speicherkarte voll. So, gut, die Oberseite und Unterseite haben wir. Hier hinten klebe ich immer nicht ran, weil das wichtig ist, dass das alles frei beweglich bleibt ineinander. Deswegen klebt man das,
klebe ich das da nicht fest. Quasi wie so im Originalbuch, wo er das zusammengeklebte, die eigentliche Bindung hinten mit dem Cover selber auch nicht fest verbunden ist, damit da die Beweglichkeit bleibt. Hier schon mal noch einmal die Brille absetzen. Ja? Ja, ich meine, ich rede hier mit den Zuschauern. Ach so. Redet gerade mit mir. Ja. Ja, in der Mitte nochmal schön Kleber drauf. Dann jetzt einmal gucken, dass wir hier hinten schön die Kante auf die Kante kriegen quasi. Oh, sieht das gut aus. Gut, ich sehe jetzt gerade, ich bin jetzt hier nicht 100% gerade geworden. Aber so schlimm ist das nicht, kann man vielleicht noch ein bisschen begradigen. Das wird ja eh noch verziert nachher. Wichtig ist, dass er jetzt hier gut rumschlägt. Ja. Aber das passt alles gut. Rückseite passt auch. Ja. Und schon hat man hier nämlich schönes, stabiles, härteres Cover. Was so ein bisschen ist wie ein Buch. Ich mache das auf der Rückseite auch noch mal kurz fest. Kleber drauf. Gucken, dass die Kanten schön passen. Einmal ordentlich andrücken. Und schon hat man, ja, oder? Und schon hat man einmal ein Hardcover. Ja, und dann wieder mal die Bindung finden, wie bei so einem Buch. Und wie gesagt, das jetzt hier nicht festkleben, diesen dünnen Streifen hier hinten, damit er sich da bewegen kann. Damit das beim Umblättern auch sich bewegen kann. Ne? So, was jetzt hier gerade zu sehen ist, ich habe jetzt hier hinten beim Aufkleben, hätte ich etwas genauer arbeiten müssen. Das ist jetzt nicht ganz so dolle geworden. Ich habe mich, muss ich sagen, diesmal insgesamt ein bisschen vergrößt bei diesem Album. Liegt unter anderem daran, dass ich, als ich die Tage angefangen hatte zu arbeiten, es mir nicht so gut ging. Ich ordentlich Kopfschmerzen immer hatte und so und dadurch das teilweise nicht ganz so geschafft habe, so sauber zu arbeiten, sage ich jetzt mal. So kleine Fehlerchen drin. Auch wenn ich das schon zigmal gemacht habe, seht ihr, passieren mir trotzdem durchaus immer mal wieder Fehler. Denkfehler, Logikfehler, Bastelfehler. Traut euch an, wie ihr seht, niemand ist perfekt und man ist auch nicht immer perfekt. Das macht überhaupt nichts, man kann sowas korrigieren und ihr könnt das alle schaffen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Aber wie gesagt, auch ich bin da noch lange nicht perfekt. Aber wie ihr seht, hat man so ein schönes kleines Album mit einem Hardcover. Ja, muss man kein Buch auseinandernehmen. Aber hat trotzdem ein schönes, stabiles, festes Cover mit einem Rücken, mit einem Buchrücken quasi. Und das kann man jetzt natürlich auch nur schön verzieren. Ich mache das ja immer, dass ich hier hinten einmal noch einen Schleifen Fake-Leger dann drüber mache. Auch den klebe ich hier hinten nicht fest.
Ich glaube, das habe ich euch im anderen Album ja gezeigt, wie ich das dann gestaltet habe. Und so mache ich das dann hier auch. Und noch einen kleinen Tipp. Die Einschübe hier. Da habe ich, gucken, ob ich hier noch hier, genau. Ich dachte mir diesmal, ach, ich mache da schön mal so eine Rundung dran zum Rausziehen. Bei dieser Bauweise keine gute Idee, weil Problem ist, der guckt raus und der schlägt natürlich hier über die Knickkante rüber. Deswegen in diesem Falle, wie ich das sonst mache, mit Benzeln arbeiten. So, meine Lieben, das war's. Das war mein etwas schusseliges Tutorial zur Gestaltung, Grundgestaltung dieses 17x17 Albums mit einem Hardcover und einer selbstgemachten Bindung ohne Schablone. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich freue mich immer über Kommentare von euch, über nette Kommentare von euch. An dieser Stelle auch nochmal. Es ist uns zeitlich einfach nicht möglich, immer alle Kommentare zu beantworten. Fragen gucke ich, dass ich sie immer beantworte. Lesen tue ich eure Kommentare alle. Da könnt ihr euch sicher sein. Und ich freue mich auch immer. So, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Abo da oder mir, wenn ihr es noch nicht getan habt, einen Daumen nach oben. Ist auch immer hilfreich für uns und freut uns. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße aus der Basteloase.